Moin Moin Secrets Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play hier auf eurem Secrets Kanal. Ja, wer zu viel Kohle hat und die Hayat noch nicht besitzt, der sollte auf jeden Fall dranbleiben und sich genau dieses Replay anschauen, weil die Hayat hat in der Update 13.1 einen richtig schönen Buff bekommen. Und zwar gibt es das Verbrauchsmaterial Torpedo Nachladebeschleuniger jetzt in einen separaten Slot drin und die Nachladezeit, die hat sich auch nochmal verringert von 4 auf 3,7 Sekunden. Und ob es das bringt bei Hayat und dieses Schiff noch viel interessanter macht, das werden wir heute definitiv hier gemeinsam herausfinden. Und wenn auch ihr ein tolles Replay habt, dann ruft doch gerne mal die Seite replay.secrets.de auf, ladet eure Replay-Datei hoch und vielleicht schauen wir uns dann gemeinsam euer Replay hier kommentiert auf YouTube an. Dann für alle, die das Format mögen, da könnt ihr jetzt schon mal supporten, indem ihr einen Daumen nach oben da lasst. Vielen Dank. So Leute, lasst uns mal reingehen ins Gefecht und zunächst schauen wir uns mal die Aufstellung an. Da sehen wir nur 9 gegen 9. Warum haben wir denn so eine komische Konstellation? Und zwar, weil das Gefecht hier mitten in der Nacht um 2:15 nämlich gefahren wurde. Dementsprechend waren nicht mehr ganz so viele Spieler online gewesen. Nichtsdestotrotz haben wir hier fast alle Klassen außer U-Boote vertreten. Flugzeugträgergefecht haben wir dabei. Dann gibt es 3 Schlachtschiffe, 2 Kreuzer und 3 Zerstörer. Ein T10 exklusives Gefecht. Shimakaze, Elbing und Smarland. Gegen die müssen wir uns hier battlen, gegen die müssen wir uns behaupten. Und dann haben wir natürlich noch eine Sailor und eine Petro Patlost. Achtung, Radar ist am Start. Und genau, es wird jetzt auch schon von der Petro da vorne gezogen. Ja, wir haben Torpedos ins Wasser geschmissen. Mal gucken, ob die Petro da vielleicht eins mitnimmt. Die hat natürlich gerne den Cap hier erobert. Schaffen wir jetzt leider nicht, aber in der ersten Salve schaffen wir es auf jeden Fall, die Petro in Brand zu setzen. Radar läuft noch. Er hat hier trotzdem genebelt, weil wir wissen ja, Petro hat nur ein kurzes Radar. Dementsprechend können wir das hier einsetzen. Rückwärtsgang drinne, dementsprechend auch die Granaten von der Petro hier erstmal gekontert. Dementsprechend können wir jetzt erstmal in unserer Nebelwand hier drinne stehen. Insgesamt reicht die nämlich für 97 Sekunden. Dann müsst ihr wieder 160 Sekunden warten, bis ihr den nächsten Nebel am Start habt. 3 Einheiten habt ihr da standardmäßig von an Bord und ein Torpedo, der sollte da auf jeden Fall da vorne in die Petro einschlagen. Und wenn ein Torpedo einschlägt, dann tut es auf jeden Fall hier richtig weh. Alpha-Schaden liegt nämlich bei 23.767 und das ist natürlich extrem hoch. Also Torpedos von der HRT, das solltet ihr zumindest vermeiden, wenn ihr der Gegner seid, da einen mitzunehmen. Ja, die Petro konnte hier nicht mehr ausweichen, ist natürlich jetzt schon sehr weit nach vorne gefahren, wollte wahrscheinlich hier versuchen, ja, den B-Cap nicht herzugeben, aber dadurch, dass er Radar dann halt gezogen hat und neben sich die Insel hatte, war das halt ein Problem gewesen, dass er dann hier nicht mehr rückwärts gekommen ist, beziehungsweise wegfahren konnte, und wir ihn hier schön aus dem Nebel eindecken können, immer noch 50 Sekunden hier Wartezeit. Ah, da vorne ist die Shimakaze, da müssen wir jetzt gleich ein bisschen aufpassen, nicht, dass der jetzt in den Nebel reingetaubt hat. Dementsprechend sollten wir uns hier gleich erstmal vielleicht verziehen und den Shimakaze-Torps ausweichen. Schade um die Petro, die wir hätten sonst wahrscheinlich hier sogar arg in Bedrängnis nehmen können oder sogar rausmetten können. Elbing da vorne, nächster Zerstörer, den wir hier aus dem Nebel erstmal beschießen können. Schauen wir uns mal die Konstellation hier insgesamt an. Sieht momentan eigentlich ganz gut aus, was die Kontrolle angeht. Eigentlich auf der linken Seite beim A-Cap. Da könnten wir sogar noch ein bisschen mehr Druck machen. Zumindest mit Flugzeugträgerunterstützung könnte das was wäre, dass eine Shima unterwegs. Oh nee, da geht die generische Smarland jetzt da drauf. Ich glaube, das könnte ein Problem werden für die Shimakaze da drüben. Aber wir konzentrieren uns erstmal jetzt auf unser Gefecht. Wir sollten das auf jeden Fall jetzt versuchen, hier C einzunehmen. Da haben wir auf jeden Fall eine deutliche Übermacht. Der Gegner steht relativ zentral in der Mitte, währenddessen unsere Torpedos hier gleich wieder nachgeladen sind. Und das hatte ich ja von Eingang schon gesagt. Wir haben jetzt einen Torpedo-Nachladebeschleuniger exklusiv auf einen separaten Slot bekommen. Vorher musstet ihr euch auswählen, ob ihr den Nebelerzeuger oder Torpedo-Nachladebeschleuniger mitnehmt. Jetzt könnt ihr beides mitnehmen. Ja, und wenn wir uns mal die Daten der Torpedos angucken, dann sehen wir, die sind mehr als nur ein nettes Beiwerk. Die haben nur ein großes Problem und das ist die Nachladezeit. Und die wird jetzt natürlich nicht mehr so problematisch, weil wir haben den Torpedo-Nachladebeschleuniger. Die Nachladezeit beträgt mir standardmäßig 153 Sekunden, also über 2 Minuten 30 müssen wir warten, bis die Torpedos wieder ready sind. Ja, und jetzt müssen wir gar nicht mehr so lange warten, zumindest wenn unser Torpedo-Nachladebeschleuniger bereit ist. Dann könnten wir rein theoretisch innerhalb von kurzer Zeit 20 Torpedos gleichzeitig ins Wasser reinwerfen. Wir haben nämlich 2 Fünferwerfer hier standardmäßig an Bord und die machen, wie gesagt, einen immens großen Schaden. Die kommen dann 12 Kilometer weit, die Torpedos haben und haben auch noch eine gute Geschwindigkeit von 67 Knoten. Erkennbarkeitsreichweite liegt hier bei 1,7. Sekunden. Ja, das ist nicht ganz so pralle, weil der Gegner hatte so um die 9 Sekunden Zeit, um den Torpedos auszuweichen. Aber wie gesagt, der Schaden, wenn sie dann treffen, der ist dann halt immens. Und da vorne könnte schon der nächste Torpedo treffen. Genauso ist es auch. Da nehmen wir nämlich frontal vorne die Monterna mit. Die hat auch gleich erstmal ein Flooding drauf. Wir haben unseren nächsten Nebel bereit. Dementsprechend können wir jetzt die Monty schön eindecken.
Flooding war halt wie gesagt auch noch drauf gewesen. Zwei Torpedo-Hits, zweimal Flooding, also 100% Quote, was wir hier denn haben. Wassereinbruchswahrscheinlichkeit liegt ja bei 406% bei den Torpedos. Und so, Torpedo-Nachladebeschleunigung ist bereit. Dementsprechend nächste Salve geht drauf. Trotzdem ist es nicht so, dass die HRT jetzt zum Torpedo-Spammer wird. Nein, der Torpedo-Nachladebeschleuniger, der hat dann auch eine Abklingzeit von 240 Sekunden. Also ihr habt nicht hier inflationär die Möglichkeit, hier Torpedos ohne Ende zu spammen. Dementsprechend solltet ihr die auch nur gezielt einsetzen und nicht inflationär einfach raushauen, in der Hoffnung, dass ihr denn irgendwas trefft. Und als weiteres Verbrauchsmaterial hat die HRT noch den Motorboost hier mit am Start. Standardmäßig ist die Geschwindigkeit bei 37 Knoten. Wenn wir den Motorboost einsetzen, kommen wir auf 40 Knoten. Und dann habt ihr noch nach Sera Mike Signal, dann schaffen wir es immer mit 42 Knoten. Ja, und währenddessen haben wir hier die A-Seite verloren und auch C gefällt mir hier gar nicht, dass eine Salem einfach drin steht gegen das Smolensk und gegen den Mecklenburg, währenddessen wir unseren ersten Kill gesammelt haben. Die Montana ist dann noch in unseren Torpedo hier reingefahren und hat durch Flooding jetzt ihr Schiff verloren. Aber auch die Salem schafft es jetzt, die Smolensk hier rauszunehmen. Die Smolensk haben wir gerade ein bisschen Breitzeit, da können wir jetzt gerade offen ein bisschen gegen schießen, weil die fährt eh hinter der Insel. Normalerweise hätten wir das natürlich jetzt nicht gemacht, aber die Mecklenburg, die muss jetzt ein bisschen den Kampf hier aufnehmen und wir müssen hier aufpassen, dass wir hier keine Torpedos von hinten naschen. Ah, da kommen wir jetzt hier durch, das ist erstmal kein Problem. Die können wir hier easy dodgen. Und dann die Salem geht dann raus gegen die Mecklenburg. Das war jetzt auf jeden Fall wichtig gewesen, weil wir brauchen hier auf jeden Fall hier Caps. Punkte, sieht alles so ganz gut aus. Aber die Map-Kontrolle, die haben wir jetzt so ein bisschen verloren. Natürlich alles ein bisschen anders, weil hier nicht ganz so viele Schiffe am Start sind. Und die Shimakaze nimmt jetzt unsere Jinan raus. Da kamen dann nämlich die restlichen Torpedos. Die hat nämlich eigentlich auf unsere Nebelwand hier getorbt. Und die Jinan ist da jetzt gerade schön reingefahren, wollte unser Nebel noch ein bisschen ausnutzen und nimmt die Shimatops mit. Und jetzt müssen wir ein bisschen gucken, was wir jetzt hier machen. Was haben wir denn noch hier? Eine Shimakaze, die ganz ungesund aussieht. Ihr seht es da oben links. Ja, die kann nicht mehr wirklich viele Trefferpunkte haben. Also sie ist eigentlich schon fast out of game. Zumindest wenn sie dann aufgeht, dann gibt es nicht mehr viel, was sie sich erwehren kann. Dementsprechend hat sie nur noch die Möglichkeit, Torpedos hier irgendwo rauszuschmeißen. In der Hoffnung, nie aufzugehen. Ja, dann sind wir noch hier am Start. Eine Mecklenburg, die noch ganz gut aussieht. Und natürlich der Flugzeugträger. Und auf den wird es hier sicherlich auch mit ankommen. Aber bei den Gegnern, die sehen noch relativ gesund aus. Und nur alle drei Zerstörer sehen sehr, sehr gesund aus. Und das kann natürlich ein Problem werden. Wenn die sich hier nämlich vernünftig verbünden und gut zusammenarbeiten, dann kriegen wir auf jeden Fall hier ein Problem. Die gegnerische Smala, die ist relativ weit vorne weg gewesen. Zumindest, wo sie das letzte Mal entdeckt wurde. Aber natürlich wissen sie jetzt auch, wo wir sind. Wir fahren jetzt in den B-Cap rein. Dementsprechend ja, ist es relativ einfach für den Gegner abzusehen, wer jetzt gerade hier in B drin ist. Ja, und schießen dürfen wir natürlich in der Situation jetzt erstmal nicht. Dann haben wir nämlich ein richtig großes Problem hier direkt vor uns. Zum Glück ist unser Nebelerzeuger parat. Sandua, dahin werden wir gleich mal ein bisschen Tops entgegenschicken. Zyklon wird auch gleich am Start sein. Die Elbing, die hält hier straff auf uns zu. Dementsprechend werden wir auch gleich aufgedeckt werden. Den Sandua, den müssen wir versuchen zu torpen. Aber er schickt auch eine Torpedosalve auf die Elbing jetzt gleich raus. Und jetzt geht's ab hier ins Gun-Duell. 3,7 Sekunden, wie gesagt, ist die Standardzeit. Und zum Glück wird hier die Elbing gerade gespottet. Er schaltet um auf AP-Granaten. Und auch die Torpedos sehen ganz gut aus. Ihr seht schon, die Breitseiten, die scheppern hier richtig rein. Elbing ist natürlich nicht ganz so schnell unterwegs. Ist auch ein schön großes Schiff, obwohl es nur ein Zerstörer ist. Zieht jetzt erstmal Nebelwand. Aber ich glaube, die Torpedos, ich glaube, da frisst keiner ein Torpedo von. Dementsprechend müssen wir hoffen, dass unser Torpedo-Nachladebooster hier gleich wieder bereit ist. Dann können wir hier die zweite Salve zünden und auf die Sunra hier gleich drauf schicken. Und auch der nämlich nascht hier leider kein Torpedo. Sieht alles gerade nicht so günstig für uns aus. Aber der Torpedo-Nachladebeschleuniger, mit dem die Sunra vielleicht hier nicht rechnet, der könnte hier zum Trumpf werden. Den Elbing-Torpedos weichen wir hier erstmal aus. Und die Sunra ist hier ziemlich aggressiv unterwegs. Ein Brand erstmal drauf, das ist schon mal wichtig. Aufpassen, Torpedos hinter uns. Okay, easy dodge, kein Problem. Die laufen an uns vorbei. Und jetzt haben wir eine schöne Breitseite von der Sunra. Jetzt könnte es ein bisschen schwieriger werden, auszuweichen. Nur ein Torpedowerfer eingesetzt. Erstmal strategisch gut gemacht. Wenn die Sunra hier weiter auf uns zuhält und wir diese Salve hier nicht ins Ziel bringen, haben wir immer noch eine zweite Salve, die wir parat haben. Und ihr seht schon, die Sunra hat dann die Torpedos entdeckt, hat jetzt die Möglichkeit mal auszuweichen. Aber nichtsdestotrotz, ein Torpedo wird es auf jeden Fall hier mitnehmen. Ah, leider kein Flooding hier drauf. 16.000, was wir an Schaden gemacht haben. Sunra weiterhin aggressiv auf uns drauf. Aber die nehmen wir jetzt raus und die Elbing, die nimmt ein Torpedo hier mit von uns, die in der Nebelwand hier drin stand. Die wollten wir eigentlich gar nicht torpedieren, aber sei es drum. Ja, wir brauchen jetzt auf jeden Fall hier schnell Kills und das Ganze konnte ihr hier bewerkstelligen durch den Doppelschlag. Elbing raus und Sunrose, sensationell gut gemacht hier. Sunrose hier eindeutig zu offensiv eigentlich unterwegs gewesen, hätte es nicht nötig gehabt hier zwingend zu pushen. Dementsprechend können wir hier wieder auf Gleichstand stellen. 3 gegen 3 Schiffe, punktemäßig ist der Rückstand noch mit knapp 100 Punkten da. Aber wir brauchen jetzt auch dringend Caps, ihr seht schon, der B-Cap ist der einzige Cap, den wir jetzt gerade hier erobern können.
Nebelwand ist es aber leider zu Ende, aber trotzdem, wir stehen im Zyklon noch drin. 8 Kilometer haben wir Erkennbarkeitsreichweite. So, welche Gegner haben wir jetzt noch offen? Eine Shimakaze, eine Smalon und eine Midway. Okay, die Midway kann es natürlich ihren spotten und ein bisschen Ärger bereiten, aber noch mehr Ärger kann es die Smalon bereiten. Da würde ich mir jetzt ein bisschen Sorgen machen, weil die schaut noch sehr gesund aus, währenddessen wir nur noch unter 10.000 Trefferpunkten haben. Also gegen eine Shimakaze können wir es sicherlich aufnehmen. Das sollte noch ganz gut vor uns ausgehen. Auch da müssen wir natürlich aufpassen, weil die hat auch gute Granaten. Schießt falls nicht ganz so schnell. Jetzt haben wir auch gerade ein Spotting drauf. Wir sehen, wo sie gerade sind auf der Karte. Durch den Zyklon wird sie natürlich gerade nicht aufgedeckt. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier die Möglichkeit zu sehen, wo sind denn eigentlich die Gegner. Jetzt können wir uns entscheiden, ob wir vielleicht Caps nehmen oder ob wir vielleicht den Gegner nehmen. Aber wir nehmen auf jeden Fall die Caps und er schießt es erstmal blind rein nach vorne, da wo die Granaten herkommen. Und mit einem glücklichen Treffer konnten wir sogar einen Brand hier gerade erzeugen. Und er tickt auch noch. Sehr gut gemacht. Wir unterstützen somit unsere Nakimov, die hier gerade ein richtiges Problem hat. Maschinenboost aktiviert. Durch die indische Smaland. Und wir müssen natürlich auf Schaden von der Nakimov auf die Smaland hier hoffen, weil das ein Schiff, was uns definitiv hier arge Probleme bereiten kann. Aber jetzt haben wir den Vorteil, dass die Smaland sich auf den Flugzeugträger konzentriert und wir ihn aus dem Hinterhalt, aus den Rücken heraus beschießen können. Dementsprechend eine gute Situation für uns, eine schlechte Situation für die Nakimov. Aber die Nakimov muss natürlich darauf hoffen, dass wir ihn jetzt hier ja, unter Beschuss nehmen und hier früher rausnehmen, als dass er die Nakimov rausnehmen kann. Wird auf jeden Fall eine enge Situation hier werden, aber viele Trefferpunkte hat er nicht mehr. Ja, haben wir geschafft. Okay, Kill Nummer 4 und über 200.000 an Schaden, was wir bisher gemacht haben. Natürlich auch einige Torpedotreffer hier bei gewesen, mit Floodings dabei gewesen. Ein paar Brände haben wir auch gesetzt, 10 Stück sind es nämlich an der Zahl. So, und jetzt geht's aufs nächste Opfer, die Shimakaze. Die ist dann nämlich auch in der Nähe von der Nakimov. Also die wollten sich beide unseren Flugzeugträger holen. Ja, spammt er jetzt einfach mal random hier Torpedos hier rein, in der Hoffnung, dass wir die Shimakaze treffen. Ja, Nakimov sieht noch ganz okay aus, sollte natürlich ja keine Torpedos mehr naschen. Ja genau, macht das auch. Torpedos werden hier erstmal reingeschmissen. Wir haben natürlich erstmal keine Schlachtschiffe mehr oder irgendwas, wo wir jetzt dringend drauf abwarten müssten. Wir wissen, der Flugzeugträger, der wird jetzt wahrscheinlich nicht hier irgendwo in unserer Nähe sein. Shimakaze hat die Reichweite hier, oder beziehungsweise sieht auch unsere Nakimov, um den beschießen zu können. Also der ist in dieser Reichweite von 8 Kilometer drinne. Das versucht er natürlich hier möglichst schnell hier ranzukommen, oder er nimmt sogar den Cap. Also vielleicht verlässt er sich auch zu den Nakimov und hofft einfach, dass die Nakimov jetzt hier die Shimakaze rausnimmt und er versucht den Cap zu erobern. Weil punktemäßig sind wir immer noch hier in Rückstand. Zeitmäßig, wie sieht es aus? Über 6 Minuten noch Zeit. Okay, da ist noch alles im Lot. Und schiffsmäßig sind wir jetzt auch in Führung sogar gegangen. Ja, das sah ja zwischenzeitlich gar nicht mehr so gut aus bei uns. Ja, jetzt versucht er den Cap zu nehmen. Auch Shimakaze nimmt jetzt die Nakimov raus. Und die Midway nimmt die Meklemov raus. Also innerhalb von ein paar Sekunden. Und die Nakimov nimmt die Shimakaze raus. Das war für mich jetzt wichtig gewesen. So können wir uns auf den Cap hier konzentrieren und müssen nicht mehr gleichzeitig die Shimakaze noch jagen. Aber jetzt geht es halt 1 gegen 1. So, und punktemäßig 270 Punkte hier Rückstand. Und wir wissen natürlich nicht, wo die Midway ist. Wenn die jetzt auf A1 gefahren ist, dann haben wir ein richtig großes Problem. Ja, also ob wir da innerhalb von den 6 Minuten hinkommen, ohne dass die uns vorher rausnimmt mit unseren Trefferpunkten, das könnte in der Tat ein Problem werden. Dementsprechend müssen wir hoffen, dass die Midway hier vielleicht sogar irgendwo in unserer Nähe ist oder einen Fahrfehler gemacht hat oder was auch immer. Ansonsten, wie gesagt, tickt jetzt die Zeit für den Gegner runter. Wir müssen jetzt versuchen, hier alle Caps zu erobern. Oder natürlich die Midway hier rausnehmen. Ja, und wenn die Midway es jetzt clever macht, er weiß ja, wo wir sind, dann fährt er dann einfach irgendwo weg. Versucht dementsprechend unseren Weg nicht zu kreuzen und ja, hofft einfach, dass er uns dann in der Zeit hier rausnimmt. Selbst wenn wir es noch schaffen sollten, in der Zeit zu A zu fahren und diesen Cap zu erobern, ob wir es dann aber jetzt noch schaffen, 250 Punkte aufzuholen. Ja, wir sehen hier oben keinen Timer. Dementsprechend können wir es jetzt schlecht berechnen und müssen einfach dann darauf hoffen, dass es klappen würde. Aber wie gesagt, an der Midway-Stelle würde ich jetzt irgendwo wegfahren, gucken, wo ist die HRT, in welche Richtung fährt er. Wenn er Richtung A fährt, könnte man sogar oben irgendwo an den Kartenrand jetzt langfahren. Wie gesagt, wir haben hier noch den Zyklon, also 8 Kilometer Erkennbarkeitsreichweite gilt jetzt gerade aktuell für alle Schiffe. Der wird natürlich auch irgendwann sich dann wieder auflösen, aber nichtsdestotrotz könnte man sogar clevererweise, je nachdem wo die Midway jetzt gerade steht, sogar versuchen uns entgegenzufahren, aber natürlich irgendwo am Kartenrand, ja, auf eine Richtung, auf die wir jetzt wahrscheinlich gar nicht kommen würden, mit der wir gar nicht rechnen würden. Ja, manchmal brauchst du natürlich auch ein bisschen Glück im Leben und natürlich auch Glück in den Runden oder beziehungsweise Gegner, die dann halt, ja,
einen Fehler machen. Dementsprechend werden wir gleich sehen, dass die Midway auf uns Kurs gehalten hat. Und dementsprechend haben wir hier gleich die Möglichkeit, im 1:1-Duell die Midway rauszunehmen. Aber vielleicht schafft es auch die Midway. Wir werden sehen. Ihr seht schon, er kommt nochmal mit einer vollen Bomberstaffel hier gleich angeflogen. Und ich verstehe natürlich, was wollte die Midway jetzt machen? Die wollte natürlich die Distanz verkürzen, um seine Flieger relativ schnell immer auf uns schicken zu können. Hat wahrscheinlich darauf spekuliert, die restlichen 9000 Strukturpunkte unseres Schiffes hier runter zu fokussen bzw. schnell rauszunehmen durch seine vielleicht noch vollen Staffeln. Wir wissen es natürlich nicht, wie voll er ja noch insgesamt ist, aber die Midway ist halt auch nicht der geeignete Jäger für einen Zerstörer, muss man uns einfach auch so sagen. Und vor allem würde ich nicht den Kurs so draufsetzen, dass es natürlich wir noch die Möglichkeit haben, hier Torpedos abzuwerfen. Ja, wenn denn wenigstens Distanz waren, dass es halt für den genischen Zerstörerfahrer schwer ist, hier eine Midway zu treffen. Ihr seht schon, mit den Granaten wird es halt entsprechend auch dauern. Die Midway ist dann halt Full HP. Dementsprechend dauert es auch länger, so ein Schiff hier runter zu schießen. Und je mehr man natürlich in die Breitseite reinkommt, umso mehr man natürlich gleich die Möglichkeit, nochmal AP-Granaten einzusetzen und natürlich noch viel mehr Schaden zu machen. Aber die Torpedos, das ist natürlich noch ein größeres Problem. Aber hier hat die Midway noch Glück gehabt und hat natürlich die einzig große Lücke gefunden, die wir hier angeboten haben. Durch unsere Torpedosalbe aber meiner Meinung nach auch ein bisschen zu früh rausgeschickt. Natürlich, denke ich mal, wollte er versuchen, möglichst früh einen Torpedotreffer zu landen und die Midway hier runter zu fokussen, bevor die vielleicht glücklicherweise uns dann noch trifft und dann aus dem Spiel rausnimmt. Aber die nächste Torpedosalbe, ihr seht schon, da ist die Distanz so nah dran. Dementsprechend können wir die Midway gleich rausnehmen und das Gefecht für uns entscheiden. Den Kraken hier noch holen. Doppelschlag. Also wir haben hier von 9 Schiffen 5 Schiffe hier gleich rausgekommen. Dementsprechend finde ich, war das eine super Runde gewesen. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Lasst den jetzt den Daumen nach oben da, wenn ihr euch das Video hier gefallen hat. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein bisschen Spaß dran hattet. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt auch die HRT ein bisschen besser einschätzen. Ob ihr euch die vielleicht holt für Kohle oder ob ihr sagt, nee, ist mir immer noch schwach genug. Schreibt es mir gerne mal rein in die Kommentare. Ich bedanke mich für eure Zeit, für euer Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, macht es gut. Euer Toxic, euer Sea Quartz Team.